Willkommen, liebe Freunde vom Modell Pilot EU. Ich will etwas zur Hardware erzählen. Nachher machen wir ein spezielles Interview zu Technik, aber ich will euch ganz kurz, und dazu ist der liebe Stefan Höllein, ihr kennt ihn ja alle. Hi. Hilft mir jetzt gerade, welch große Ehre, lieber Stefan. So, es gibt mehrere Systeme, wie wir es eben auch von Christoph Mechler gehört haben, dass die einen direkten Kanal haben oder über die Telemetrie. Also von Telemetrie gibt es, wie gesagt, Veatronic. Das haben wir hier zum Beispiel. Da habt ihr den GPS-Empfänger, da gibt es auch den Pro. Das ist zum Einstieg ganz gut. Ich nutze das auch mit einem Smart-Empfänger. Ihr braucht auf jeden Fall das GPS-Modul. Koppelt es mit einer Powerbox-Weiche bzw. Mit einem Power-Switch, sodass ihr das auf Failsafe setzen könnt, falls ihr Probleme kriegt über die Failsafe, wenn sich die beiden Empfänger, die in der Luft sind, irgendwie stören sollten. Mir ist es bisher nicht passiert. Ich habe über 70 Flüge damit gemacht. Es funktioniert einwandfrei. Also ein GPS-Modul bräuchtet ihr dann, kriegt ihr beim Nico Quint. Und einen Smart oder ein, wie heißt der andere Empfänger? Smart Clever. Der Tiny ist zu klein. Aber es ist wunderbar. Macht den Switch dazwischen und setzt ihn auf Failsafe. Ein wunderbares System. Dann kriegt ihr das damit runter. Und unten braucht ihr den DV4 Transmitter mit Bluetooth. Und dann geht ihr aufs Android und es funktioniert einwandfrei. Das nächste System ist ein eigenständiges System. Das ist das TC... Weißt du das? Nur T. Also RCT3000. Ja, das fliegst du auch, oder? Ja. Ja, erzähl mal was darüber. Ja, ich fliege beide Systeme. Ich bin begeistert vom Varioton, vom T3000. Problem bei der ganzen Geschichte ist natürlich dieses klitzekleine, aber hochauflösende Display. Das heißt, ich komme während dem Flug in 500 Meter Höhe, gerade wenn ich mit anderen zusammen bin, nicht dazu, da drauf zu schauen. Ich benutze aber hier von den Varioton, weil der einfach super toll ist. Also ich meine, das beste Vario zurzeit bietet. Ich kriege die Annäherungspings an die Wendepunkte, ich kriege die Wendepunkt bestätigt. Ich fliege gleichzeitig ein zweites System, weil es immer wieder mal Ausfälle natürlich gibt bei allen Systemen. Und habe den Sky Navigator zum Schauen, weil der groß auf dem Pad-Display ist. Und habe das hier zum Hören. Prima. Und das ist die Unit, die reinkommt. Man hat hier einen kleinen, das ist eine Patch-Antenne. Patch-Antenne mit und dem GPS-Sensor. Genau. Und hier kommt es runter auf 433 MHz. Sehr klein die Unit und es ist alles drin. Variometer ist drin, wie wir es gehört haben, und es funktioniert einwandfrei. Ihr könnt das T3000 auch noch für andere Zwecke nutzen. Es hat zum Beispiel die F3B Labs drin. Ja. Man kann ein Cat Scraddle machen, das heißt, man kann sich einige Wegpunkte aussuchen, in die man quasi in die Radien hineinfliegt. Ja. Also es ist auch noch weiter als das GPS-Triangel zu nutzen. Ich kann F3F mitfliegen, kann F3B mitfliegen, ich kann Cross-Country mitfliegen, die Programme sind alle da drin. Ja. Und wie gesagt, super tolles Vario. Super. Nimmst du es nochmal an? So, und dann kommen wir jetzt zum Flymate. Die kommt auf 866 MHz runter, hat eine Patch-Antenne mit einem GPS-Empfänger drauf. Bei der Patch-Antenne hat es den Vorteil, dass man eine große Kugel hat, anstatt Donuts, die über eine kleine Antenne gesendet wird. So damit hat man einen besseren Empfang. Das ist die Unit, die oben ist. Und das ist das Element, was unten ist und wird über die USB-Schnittstelle direkt an euer Pad angeschlossen. Gibt es noch irgendwie noch andere Systeme, die du kennst? Keine, die ich kenne oder benutze. Das hier ist praktisch der Volks-GPS-Logger, wie auch immer. Ja. Wir haben hier einen relativ günstigen Preis. Das kommt aus Dänemark. Wenn für das T3000 ja doch 900 Euro erst einmal zu bezahlen sind. Ich glaube, hier liegen wir bei 130 oder so. Ja, das ist perfekt. Und wie gesagt, es gibt auch die Alternative über die gebrauchte Veatronic, sich auch etwas zu stricken, um reinzugucken. Ja? Ihr kriegt das Zeug auf dem Markt, die Preise sind da relativ konstant noch bei Veatronic, weil es eine große Liebehaberschaft ist, so dieser fantastischen Technik. Aber jetzt erstmal lieben Dank, Stefan, dass du da geholfen hast. Und zum Schluss, Modellfliegen ist? Spitze. Da hast du vollkommen recht.